Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Rezept für einen Schoko-Zimtkuchen. Als allererstes stellen wir einen Topf auf den Herd, geben in den Topf Margarine und Vollmilchschokolade und dann lassen wir das Ganze schmelzen. Die geschmolzene Schokoladen-Margarinen-Mischung lasst ihr dann erst einmal abkühlen. Jetzt fangen wir an, unseren Teig anzurühren. Dazu brauchen wir Zucker, Eier, Zimt, Speisestärke, Mehl und gemahlene Haselnusskerne. Das Ganze verrühren wir jetzt. Jetzt geben wir noch unsere geschmolzene Margarinen-Schokoladenmischung dazu und verrühren das Ganze wieder. Dann nehmt ihr eine Backform, legt die mit Backpapier aus, gebt den Teig in die Form und dann verteilt ihr den Teig schön gleichmäßig in der Form. Dann backt ihr den Kuchen bei 200 Grad ungefähr 20 Minuten. Und so sieht unser Kuchen jetzt nach dem Backen aus. Den lasst ihr jetzt erstmal eine Form abkühlen. So, jetzt schneide ich den Kuchen mal an, damit wir auch mal sehen, wie er von innen aussieht. Hier seht ihr den Kuchen jetzt auch mal, wie er von innen aussieht. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kuchen jetzt noch mit Puderzucker bestäuben. Und damit haben wir dann unseren Schoko-Zimtkuchen fertig. So, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.